Leben kommt von Leben. Zweiter Morgenspaziergang. Aufgenommen am 19. April 1973 im Cheviot Hills Park in Los Angeles. Srila Prabhupada wird von Dr. Singh, Karandara Dasa, Brahmananda Swami und anderen Schülern begleitet. Die Mängel des Darwinismus. Srila Prabhupada sagt, die materielle Welt setzt sich aus drei Erscheinungsweisen zusammen. Sattva, Rajas und Tamas. Übersetzt Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Und diese drei Erscheinungsweisen wirken überall. Sie sind in allen Lebensformen in einem unterschiedlichen Mischungsverhältnis vorhanden. Zum Beispiel gibt es Bäume, die saftige Früchte hervorbringen, während andere nur für Brennholz gut sind. Das ist auf den Einfluss der verschiedenen Erscheinungsweisen der Natur zurückzuführen. Auch bei den Tieren sind diese drei Erscheinungsweisen anzutreffen. Zum Beispiel die Kuh befindet sich in der Erscheinungsweise der Tugend, der Löwe in Leidenschaft und der Affe in Unwissenheit. Und gemäß Darwins Theorien müsste sein Vater ein Affe gewesen sein. Seine Ideen sind einfach lächerlich. Darwin sagte, dass im Kampf ums Überleben gewisse Arten aussterben. Diejenigen, die sich durchsetzen können, überleben und die anderen sterben aus. Seiner Ansicht nach bedingt das Überleben gewisser Arten das Aussterben anderer. Nichts stirbt aus. Der Affe zum Beispiel ist nicht ausgestorben. Darwins direkter Vorfahr, der Affe, lebt immer noch. Darwin sagte, dass es eine natürliche Selektion geben muss. Selektion jedoch bedeutet, dass ausgewählt wird. Und deshalb stellt sich sogleich die Frage, wer wählt aus? Das muss eine Person sein. Wer bestimmt denn, ob jemand stirbt oder überlebt? Es muss eine höhere Macht geben, die entscheidet und entsprechende Anweisungen gibt. Das ist das Erste, was wir dieser Theorie entgegenhalten. Wer diese höhere Macht ist, wird in der Bhagavad Gita erklärt. Krishna sagt, Maya Dhyayakshena Prakritihi, die Natur ist unter meiner Führung tätig, nachzulesen in der Bhagavad Gita, 9. Kapitel, Vers 10. Darwin vertrat auch die Auffassung, dass die Arten nicht gleichzeitig geschaffen wurden, sondern dass allmählich eine aus der anderen hervorging. Wie erklärte sich dann den Beginn dieser Evolution? Die heutigen Verfechter des Darwinismus behaupten, die ersten lebenden Organismen seien chemisch entstanden. Und ich entgegne, wenn das Leben aus Chemikalien entstand und wenn eure Wissenschaft so fortgeschritten ist, warum schafft ihr dann nicht Leben auf biochemische Weise in euren Laboratorien? Sie sagen, dass sie in der Zukunft Leben schaffen werden. Warum in der Zukunft? Wenn man auf diesen kritischen Punkt zu sprechen kommt, antworten Sie, wir werden es in der Zukunft tun. Warum in der Zukunft? Das ist Unsinn. Verlass dich nicht auf die Zukunft, was auch immer sie verspricht. Wenn die Wissenschaftler so fortgeschritten sind, müssen sie jetzt demonstrieren, dass Leben aus Chemikalien geschaffen werden kann. Ansonsten ist ihr ganzer Fortschritt wertlos. Ihre Behauptungen sind absurd. Sie sagen, sie seien kurz davor, Leben zu schaffen. Das heißt genau dasselbe, in der Zukunft. Die Wissenschaftler müssen zugeben, dass sie den Ursprung des Lebens noch immer nicht kennen. Ihre Behauptung, dass sie bald beweisen werden, dass der Ursprung des Lebens chemisch ist, ist dasselbe wie wenn man mit einem vordatierten Scheck bezahlt. Ich kann zwar einen vordatierten Scheck über 10.000 Dollar ausstellen, aber wenn ich kein Geld habe, ist der Scheck wertlos. Ebenso brüsten sich die Wissenschaftler mit ihrem wunderbaren Fortschritt, aber wenn ein praktisches Beispiel gefordert wird, sagen sie, sie würden es in der Zukunft geben. Jeder kann sagen, er besitze Millionen von Dollars, aber wenn man dann um etwas Geld bittet, bekommt man nur einen vordatierten Scheck. Wer würde sich damit zufrieden geben? Wenn man intelligent ist, wird man sagen, gib mir jetzt zumindest 5 Dollar im Bar, sodass ich etwas Konkretes in den Händen habe. Genauso ist es mit den Wissenschaftlern. Sie können in ihrem Laboratorium nicht einen einzigen Grashalm erzeugen, aber dennoch behaupten sie, dass Leben aus Chemikalien entstehe. Das ist völliger Unsinn. Und niemand stellt das in Frage? Und selbst wenn alles aus Chemikalien entsteht, wie die Wissenschaftler behaupten, gibt es doch Gesetze hinter diesen chemischen Reaktionen. Ja, genau.
Und sobald wir von einem Gesetz sprechen, müssen wir auch von einem Gesetzgeber sprechen. Die Wissenschaftler bezeichnen sich als sehr fortgeschritten, aber sie sind unfähig, in ihren Laboratorien auch nur einen einzigen Grashalm zu erzeugen. Was sind das für Wissenschaftler? Sie sagen, aus ihren Analysen gehe hervor, dass Leben ursprünglich aus Materie entstand. Lebende Materie komme von nicht lebender Materie. Wo kommt dann die lebende Materie heute her? Sagen die Wissenschaftler etwa, das Leben sei in der Vergangenheit aus Materie hervorgegangen, aber nicht in der Gegenwart? Wo kommt eine Ameise dann heute her? Etwa aus der Erde? Es gibt tatsächlich mehrere Theorien, die erklären sollen, wie Leben aus Materie entstand. Sie sagen, alle lebende Materie sei aus nicht lebender Materie hervorgegangen. Srila Prabhupada spricht Dr. Singh als materialistischen Wissenschaftler an. Gut, Herr Wissenschaftler, warum entsteht Leben dann nicht auch heute aus Materie? Sie Halunke, beantworten Sie diese Frage. Warum kommt Leben nicht auch heute aus Materie? Solche Wissenschaftler sind nichts anderes als Halunken. Kindisch wie sie sind, behaupten sie, Leben entstehe aus Materie, obwohl sie nicht den geringsten Beweis dafür haben. Unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein sollte all diese Halunken entlarven. Sie bluffen einfach nur. Warum erschaffen sie nicht schon jetzt Leben? Sie sagen, in der Vergangenheit sei Leben aus Materie entstanden und sie sagen, dass dies erneut in der Zukunft geschehen werde. Sie sagen sogar, sie selbst würden in der Zukunft Leben aus Materie herstellen. Seht ihr den Widerspruch? Einerseits sagen sie, dass Leben aus Materie entstand, dies bezieht sich auf die Vergangenheit, Leben ist bereits entstanden und dann sagen sie wiederum, es werde in Zukunft entstehen. Ist das nicht widersprüchlich? Sie erwarten, dass das Vergangene in der Zukunft geschieht. Wer kann solchen kindischen Unsinn ernst nehmen? Sie sagen, Leben entstand in der Vergangenheit aus Materie und auf dieselbe Weise werden wir in der Zukunft Leben schaffen. Das ist barer Unsinn. Wenn Sie jetzt nicht zeigen können, auf welche Weise Leben aus Materie entsteht, wie wissen Sie dann, dass Leben in der Vergangenheit auf diese Weise entstand? Sie vermuten. Jeder kann vermuten, aber das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Jeder kann irgendwelche Vermutungen anstellen. Du hast deine Vermutung und ich habe meine. Aber was wir fordern, sind Beweise. Wir können beweisen, dass Leben aus Leben entsteht. Zum Beispiel wird ein Kind von seinem Vater gezeugt. Der Vater besitzt Leben und das Kind besitzt Leben. Aber wo ist Ihr Beweis, dass auch ein toter Stein der Vater sein könnte? Wo ist Ihr Beweis? Wir können problemlos beweisen, dass Leben aus Leben entsteht. Und der Ursprung allen Lebens ist Krishna, was ebenfalls bewiesen werden kann. Aber gibt es irgendeinen Hinweis, dass ein Kind von einem Stein geboren werden kann? In Wirklichkeit sind die Wissenschaftler nicht in der Lage zu beweisen, dass Leben aus Materie entsteht und deshalb verschieben sie es gerne auf die Zukunft. Die Wissenschaftler sagen, sie seien nun in der Lage, Aminosäuren zu isolieren, die man schon fast als einzellige lebende Organismen betrachten könne. Sie sagen, dass sie mit der Erzeugung dieser Aminosäuren so nah an der Erzeugung von Leben seien, dass nur noch ein einziges fehlendes Glied entdeckt werden müsse, bis es ihnen tatsächlich gelinge. Unsinn. Ein fehlendes Glied. Ich fordere Sie offen heraus. Das Einzige, was Ihnen fehlt, ist diese Herausforderung. Und Ihre Antwort fehlt ebenfalls. Einige Wissenschaftler hoffen, dass es Ihnen in der Zukunft gelingen werde, Kinder in der Retorte zu erzeugen. Retorte? Ja, Sie versuchen in Ihren Laboratorien männliche und weibliche Zellen zu verschmelzen. Aber sie arbeiten bereits mit lebenden Zellen. Was ist dann so besonders an einer Retorte? Da werden einfach die Zellen zusammengeführt, aber das geschieht ja bereits im Mutterleib. Was ist das Besondere daran, wenn die Wissenschaftler etwas tun, was bereits in der Retorte der Natur geschieht? Die Natur tut das schon immer, aber wenn irgendein Wissenschaftler es tut, bekommt er den Nobelpreis dafür. Genau, das wird im Srimad Bhagavatam beschrieben. Svavit Varahostra Kairaiha Samstuha Purusha Pashuhu. Dieser Vers besagt, dass Leute, die Menschen verehren, die sich auf der Ebene von Tieren befinden, selbst nicht besser sind als Hunde, Schweine, Kamele und Esel. Sva bedeutet Hund, Vit Varaha bedeutet kotfressende Schwein, Ustra bedeutet Kamel und Kara bedeutet Esel.
Wenn ein Schurke, der sich als Wissenschaftler ausgibt, den Nobelpreis bekommt, bedeutet das, dass die Preisrichter nicht besser als Hunde, Schweine, Kamele und Esel sind. Wie kann man sie als Menschen anerkennen? Was ist der Nutzen, wenn ein Tier ein anderes Tier auszeichnet? Wenn die Preisrichter kaum besser als Tiere sind, bezeichnet man den Nobelpreisträger im Grunde als Dummkopf ersten Ranges, weil er von Tieren bewundert wird und nicht von Menschen. Für einige Wissenschaftler ist der Nobelpreis die Krönung ihres Lebens. Sie sind Betrüger, sie sprechen Unsinn und weil sie geschickt mit Worten spielen, werden andere in die Irre geführt. Nobel ist derjenige, der das Dynamit erfand. Ja, er hat großen Schaden angerichtet und er hat sein Geld gestiftet, um noch größeren Schaden anzurichten. In der Gita heißt es, dass dämonische Menschen Tätigkeiten ausführen, die dazu bestimmt sind, die Welt zu zerstören. Genau. Ugra Karmanaha Kshayaya Yajagato Hitaha. Alles, was sie tun, verursacht Unheil und führt zur Zerstörung der Welt. Der Unterschied zwischen belebter und unbelebter Natur. Srila Prabhupada mit seinem Stock auf einen abgestorbenen Baum deutend: Früher wuchsen auf diesem Baum Blätter und Zweige und jetzt nicht mehr. Wie würden die Wissenschaftler das erklären? Ihre Antwort wäre, dass sich die chemischen Zusammensetzungen des Baumes verändert habe. Um diese Theorie zu beweisen, müssten sie in der Lage sein, dem Baum die richtigen Chemikalien einzuspritzen, so dass er wieder Zweige und Blätter hervorbringen kann. Der wissenschaftliche Vorgang besteht aus Beobachtung, Hypothese und Demonstration. Dann erst ist der wissenschaftliche Vorgang vollständig. Aber die Wissenschaftler können durch kein Experiment demonstrieren, dass Leben aus Materie entsteht. Sie stellen einfach eine Beobachtung an und geben dann irgendeinen Unsinn von sich. Sie sind wie Kinder. Als Kinder sahen wir ein Grammophon und dachten, dass darin irgendein kleines Mädchen sei, das singt. Wir dachten, es stecke ein elektrisches Männchen oder eine Art Geist darin. Alle lachen. Eine der häufigsten Fragen, die sich stellt, wenn man Biologie studiert, lautet: Was ist der Unterschied zwischen einem lebendigen Organismus und etwas Leblosen? Gemäß den Lehrbüchern besteht der Hauptunterschied darin, dass lebende Organismen sich bewegen und sich reproduzieren können, wohingegen tote Materie dazu nicht imstande ist. Aber über die Seele oder das Bewusstsein des Lebewesens wird in diesen Büchern nie gesprochen. Und dabei ist Bewusstsein das Hauptmerkmal des Lebens. Nur aufgrund der Gegenwart von Bewusstsein kann ein Lebewesen sich bewegen und reproduzieren. Ein Mensch, weil er Bewusstsein besitzt, denkt daran, zu heiraten und Kinder zu haben. Materie hingegen hat diese Fähigkeit nicht, weil sie nicht mit Bewusstsein ausgestattet ist. Und was ist der Ursprung von Bewusstsein? Das wird in den Veden beschrieben. Tat Aikshata Bahu Syam, Chandogya Upanishad 6.2.3. Gott sprach: Ich werde zu vielen. Dies bedeutet, dass Gott das ursprüngliche Bewusstsein besitzt und dass er sich in alle Lebewesen erweitert. Ohne Bewusstsein besteht keine Möglichkeit, dass sich irgendetwas vermehrt.